Sommerkind Lotti. Was ist denn das Besondere an ihren Puppen? Also das Sommerkind Lotti wird in Deutschland, wie auch alle unsere anderen Puppen in Deutschland, gefertigt. Mhm. Jede Puppe wird einzeln mit der Hand bemalt. Die Haare sind aus Mohair, die kann man auch mit einer ganz normalen Bürste kämmen. Wow. Und die Puppen sind mit Bioland-Schafschurwolle gefüllt und das Außenmaterial ist Bio-Baumwolle. Aha. Sagen Sie, und ist das jetzt hier so ein Strumpf, mit dem das gefüllt ist? Oder was ist das? Und wird das hier drauf bemalt, die Augen? Weil das ist ja eine ganz flache Struktur. Ja, das ist so ein Puppentrikot, so nennt sich das. Aha. Genau. Und das ist ein Innenkopf und der wird da reingestopft. Und dann wird die Puppe, wenn sie fertig gebaut ist, wird sie danach dann ganz am Schluss mit der Hand bemalt. Also kann man am Schluss die Puppe quasi noch zerstören, obwohl sie eigentlich schon fertig ist. Genau. Und für welches Alter ist jetzt die Puppe geeignet? Also unsere Puppen sind alle ab 0 Jahre freigegeben, weil die ja einen weichen Körper haben. Mhm. Aber generell empfehlen wir die Puppen mit Haaren ab 3 Jahren. Ja. Was sind das jetzt hier alles so für Puppen? Das sind alles eher kleine Puppen, Greiflinge, die man Neugeborenen geben kann als Geburtsgeschenk. Genau. Und eben die größeren, die sind für die älteren Kinder, die schon gut damit spielen können, mit dem An- und Ausziehen. Genau. Ist ja auch ein süßes Püppchen. Sieht so ein bisschen aus wie Rotkäppchen, ne? Und der Schal, der ist ja auch echt süß. Wie ist der gefertigt worden, der Schal? Ja, also genau, das ist tatsächlich das Rotkäppchen. Und diesen Schal, den strickt die Oma von Juliane Krüger, die andere Firmeninhaberin. Ach, wie nett. Was ist das für ein Material? Das ist Wollwalk. Schön kuschelig weich. Vielen herzlichen Dank für das nette Gespräch. Ja, sehr gerne.